Seid gegrüßt, liebe Freunde. Ich hoffe, euch geht soweit gut. Ich komme jetzt wieder einmal in der Finsternis. Gestern kam schon wieder kein Video, aber die Woche war ziemlich ereignisreich bei mir. Und so ist leider nicht viel Zeit übrig geblieben, um die kleinen Kaninchen hier schön abzudrehen. Ich habe jetzt schon das ein oder andere Kaninchen hier gefüttert. Ne? Wir haben Sonntagabend. Wie sieht das hier aus? Am 27. hat sie ja ihren Stichtag. Das heißt, in morgen. Heute ist tatsächlich schon der 26. Es scheint, dass sie hier so die ersten Nestebaumaßnahmen eingeleitet hat, beziehungsweise hier hat sie tatsächlich auch nur das Nest gut ausgepolstert, sage ich mal. Von daher, es bleibt spannend. Gut, da haben wir sie, die zwei kleinen Kaninchenmuttis hier. Ihnen habe ich hier noch gar nichts zu essen gegeben. Das werde ich jetzt hier gleich einmal machen. Sie hier frisst tatsächlich alles, was man ihr hinlegt, auf. Bei ihr beispielsweise, seht da, sie hat einmal eine rote Beeteknolle übrig gelassen. Das heißt, sie braucht bei weitem nicht so viel wie die graue Mutti hier. Also, wie füttern wir sie? Die Muttis bekommen bei mir doppelte Portionen an Trockenfutter, einmal 150 Gramm und noch einmal 150 Gramm, zack. Dann haben wir hier so ein bisschen was Geschnibbeltes, ne, vom Essen übrig geblieben. Was fein geschnitten ist, das kriegt ihr auch. Und dann natürlich auch, sie kriegt hier mal so eine übertriebene fette Knolle, denn sie frisst auch ganz schön ordentlich hier. Und dann noch ein paar Karotten hier und dann sollte es gut sein. Eigentlich viel zu viel, aber sie haut tatsächlich auch alles weg hier. Dann gucken wir mal hier zu den kleinen Kaninchenbabys. Da sind sie, fein nebeneinander liegend, sage ich mal. Sehr schön, guckt euch das mal an hier. Das sieht doch schon mal sehr niedlich aus hier, oder? Die kleinen Kaninchenbabys. Sehr gut, dann wollen wir sie mal nicht rausholen in der Kälte. Denn jetzt sind sie eigentlich auch an ein Alter gekommen, wo es, ich sag mal, relativ sicher ist, dass sie durchkommen. Ne? Sicher kann man nie genau sein, aber ich denke, es ist sicherer, als wenn sie jetzt noch ganz am Anfang ihrer Lebenstage stehen würden. So, wie sieht das hier aus? Die Knolle hat sie übrig gelassen. Das heißt, sie würde jetzt erstmal keine neue Knolle kriegen, sondern nur hier eins, zwei, zack, und ein paar Karotten hier. Was nehmen wir denn hier? Nehmen wir das hier mal, drei Stück, ich denke, das reicht. Dann hat sie noch die Knolle. Das Heu muss noch mal voll gemacht werden. Das haben wir hier, zack, schön auf dem Boden verteilen. So, rein damit. Guti, das hätten wir. Und da ist ein Überleben rein theoretisch in dieser Nacht auch gewährleistet. Da haben wir sie. Letztens war ein Kommentar, wo vermutet worden ist, dass das braune Kaninchen hier von der grauen Mutti stammen könnte. Wenn ich mich nicht verguckt habe, habe ich aber drei von diesem Format hier mit reingepackt. Das heißt, auch keine Kaninchen, wo nur ein Strich war, ohne die seitlichen Punkte, sondern tatsächlich so eine Standardschecke, sage ich mal. Die habe ich dann darüber gepackt. Sehr schön. Auch das sieht alles ganz okay aus, sage ich mal. Guti, dann gucken wir mal, was wir hier noch so haben. Nummer 1, der Gute. Hier hat er so ein bisschen was angefressen, die rote Beete. Aber ich habe hier nochmal eine neue Knolle reingepackt. Bisschen Heu könnte da noch mal mit rein. Hat er etwa Heu gegessen? Normalerweise ist er nicht so der Heu-Fan. Zack. Wie schnell so eine Woche vergeht, ne? Zack, war gestern erst Sonntag, wo ich so ein Video hier gemacht habe. Und jetzt zwei, dreimal mit den Augen geblinzelt, ne? Und zack, schon haben wir wieder Wochenende. So, warum haben die eigentlich das ein oder andere von gestern übrig gelassen? Und zwar habe ich die gestern tatsächlich ein bisschen überladen mit Essen. Wir hatten da so ein paar Bananen übrig, ne, die schon braun waren, die dann keiner essen wollte, und die habe ich denen dann mit reingepackt. Man sieht das hier, eine Banane, dann haben wir hier noch eine Knolle, die hat sie übrig gelassen, Karotte. Von daher habe ich ihr jetzt tatsächlich nur Trockenfutter mit reingepackt und das Heu war leer. Auch das hat sie dann noch mal neu bekommen, die Gute hier. So, Nummer 3.
Da ist ja der gute Nummer 3. So, jetzt sind wir hier unten angekommen. Ich zeige euch mal gleich, wie sie mich hier attackiert. Ich rede ständig darüber, habe es aber noch nie gezeigt. So, nehmen Sie einen Becher. Seht ihr, die ist nicht ganz so glücklich darüber. Dann kennt man ja auch schon so ein bisschen die Verhaltensmuster, ne? Geh mal zur Seite. Habt ihr das gesehen? Da haben wir Nummer 4, wie er hier genüsslich sein Zeug frisst. Der gute Nummer 4. Ja, ich habe die jetzt hier alle durchgefüttert einmal. Leider ist mir wieder das Wasser hier ausgelaufen. Also das ist wirklich ein Problem. Es entwickelt sich zumindest dahingehend. Ne? Ich muss mal gucken, mal Zeit, mal hier mir eine Lösung überlegen. Ich werde den ganzen Kanister hier einmal austauschen. Ich denke, darauf wird das wohl hinauslaufen. So, der blaue Wiener, sei gegrüßt, mein Lieber. Wie sieht's aus hier? Er hatte hier alles gegessen tatsächlich. Darum hat er hier auch nochmal die volle Portion bekommen. Scheint, dass das Wasser noch nicht allzu lange ausgelaufen ist, denn in den einzelnen Pötten haben wir hier noch Wasser. Bei denen hier ist das immer gut zu beobachten, denn wenn das Wasser leer ist, ist meistens der Pott hier bei den Kaninchen auch als erstes leer. So, wie sieht es bei ihr denn aus hier? Das sieht vielleicht aus hier, aber die gräbt das hier kontinuierlich jeden Tag um, die gute hier. So, was haben wir hier? Die zwei genüsslich am Essen hier, die guten. Hier haben wir das Wasser, ne? Von daher, ich werde gleich mal das Wasser hier wieder auffüllen und dann mal schauen, ob es vielleicht wieder an diesem Deckel hier liegt. Wenn das da wieder so ein bisschen tröpfelt, dann ist das wieder sehr unglücklich. So, seid gegrüßt. Die haben diesmal so fette Knollen bekommen. Die drei hier, die guten, fressen hier schön genüsslich. Heu ist in diesen vier Bereichen immer leer. Also es scheint, dass sie das hier immer gut wegsnacken. Hier die kleinen Kaninchen. Da haben wir das Männchen. Ne? Das ist, die sind beide ja Geschwister. Das ist das Muttertier. Einmal Männchen und einmal die Havanna-Schecke ist ein Weibchen. Ich habe ja gerade mal gezeigt, wie die hier so ein bisschen drauf ist. Ne? Sei gegrüßt, kleines Kaninchen hier. Sie hat sie ja auch letztens erst noch gestillt. Ne? Da hatte ich ja so einen kleinen Einspieler mal in das Video mit eingebracht. Und hier essen sie auch alle schön genüsslich. Die sehen schon sehr ulkig aus, finde ich. So kleine blaue Wiener. Die haben was von der Optik her. Sehr schön. Dann gehen wir mal hier zu den letzten im Bunde. Zu der Mutti, die nur Akku ist. Guck mal, die kleinen Kaninchenbabys haben sich hier verzogen. Nicht, dass sie hier schlechte Laune verbreitet, ne? Das wäre nicht ganz so optimal, sage ich. Obwohl die sich hier am meisten anfassen lässt. Also von allen blauen Wiener Muttis, ne? Und der Rammler noch mehr. Aber sie hier auch schon ganz gut. Hier habe ich so eine fette Knolle bekommen. Guck mal, die nagen die hier auch ab, ne? So eine fette rote Beete-Knolle. Soll sie haben. Ich will ja nichts klauen hier. Sehr schön. Ja, ich denke, wir sind wieder einmal zu dem Punkt gekommen, wo ich euch jetzt noch einen wunderschönen restlichen Tag wünsche. Schaltet auch gerne nächstes Mal wieder ein. Abonniert diesen Kanal, schreibt was in die Kommentare, schenkt mir einen Daumen nach oben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.